Heute habe ich für euch den Zauberstab von Arthur Weasley in der Charakteredition. Und was ihr schon direkt seht, der Zauberstab von Arthur ist ziemlich lang. Der ist mit 40,5 cm eigentlich der längsten Stäbe, die es so gibt, ob jetzt Ollivander-Edition oder Charakteredition. Oder auch von den Specials, weil da gibt es ja nicht mehr so viele, außer jetzt zum Beispiel den Zauberstab von Lustus im Gehstock. Von der Story her wissen wir leider nicht, wie lange er da war. Wir kennen auch nicht das Holz und auch nicht den Kern. Hier kann ich euch aber sagen, dass er aus Cold Cast besteht. Hier bin ich auch ganz froh drüber, dass über die Jahre meiner Meinung nach ein bisschen was am Design geändert wurde. Also so die Charakteredition, die gibt es ja jetzt schon seit 2010. Das ist jetzt eben eine neuere Auflage und man merkt eben, dass man ein bisschen was geändert hat, gerade am Griff. Da habe ich nämlich das Gefühl, dass bei meiner Version, die ich zu Hause habe, die ich mir halt vor 10 Jahren mittlerweile geholt habe, dass hier die Verbindung von Griff zum Rest zum Stab hier etwas besser gemacht ist, besser gearbeitet. Bei mir daheim finde ich, sieht es etwas schiefer aus, ist auch etwas flacher und auch hier am Griff habe ich das Gefühl, dass man hier das so ein bisschen noch abgerundet hat, so ein bisschen gewölbter, was bei mir eben flacher ist. Aber die Entwicklung finde ich gut. Man hat ja immer wieder dran gearbeitet, die Zauberstäbe noch zu verbessern, wie zum Beispiel wie bei Umbridge, wo man dann doch noch die Stange im Inneren durchgezogen hat, damit der Stab irgendwie stabiler wird. Und hier haben wir natürlich, weil es die Charakteredition ist und ohne ginge es ja gar nicht, natürlich noch den Namensclip. Damit dann jeder weiß, das ist der Zauberstab von Arthur Weasley.